Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem König der Löwen Original und dem Remake und versuchen herauszufinden, welcher von den beiden Filmen der bessere ist. Wenn du dich für König der Löwen, Die Garde der Löwen oder My Pride auf Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Vorab möchte ich gleich erwähnen, dass dieses Video nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Also, solltet ihr bei manchen Sachen anderer Meinung sein, schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Der 1994 erschienene Zeichentrickfilm König der Löwen erhielt im Jahr 2019 eine Neuauflage. Und ähnlich wie der Zeichentrickfilm knackte auch das animierte Remake einen Rekord. Während der Zeichentrickfilm König der Löwen der erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten ist, schaffte es das Remake sogar den Film Frozen zu schlagen und wurde der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Allerdings war das Remake jetzt nicht bloß eine blanke Kopie von König der Löwen, sondern man änderte an manchen Stellen die Story, schloss Logiklücken und frischte auch die Filmmusik etwas auf. Und heute wollen wir uns mal ansehen, welcher der beiden Filme meiner Meinung nach der bessere ist. By the way, habe ich so ein Vergleichsvideo auch schon über König der Löwen 1 und König der Löwen 2 Simbas Königreich gemacht. Das Video findet ihr dann am Ende dieses Videos. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch vorbeischauen würdet. So, aber kommen wir jetzt endlich zu dem Vergleich zwischen König der Löwen Original und König der Löwen Remake. Ich bewerte die Filme hier anhand von 7 Punkten. Die Story, der Bösewicht, die Bösewichthelfer, die Spannung im Film, die Lieder, die Filmmusik und das Happy End. Beginnen wir mit Punkt 1, die Story. Ich glaube, ich brauche euch nicht die ganze Story des Films zu erklären, denn die kennen wir ja alle. Deshalb konzentriere ich mich an diesem Punkt nur auf die Story-Änderungen. Und die erste direkte Änderung bekommen wir beim Gespräch von Mufasa und Scar. Abgesehen davon, dass der Scar im Remake viel, viel düsterer ist als der hinterhältige und arrogante Zeichentrick-Scar, gibt es hier auch storytechnisch eine kleine Änderung. Denn im Remake erfahren wir zum Beispiel, dass Scar Mufasa schon mal herausgefordert hat zu einem Kampf. Nicht mal im Traum würde ich dich herausfordern. Erneut. Und jeder König der Löwen-Fan, der sich schon mal Gedanken über Scars Narbe gemacht hat, müsste da eigentlich aufschreien. Denn das könnte nämlich auch schon eine mögliche Erklärung für Scars Narbe im Remake sein. Ich finde, das ist tatsächlich auch schon ein kleiner Satz, der viel an der Backstory der beiden und auch an der Spannung des Films aufwertet. Beim genauen Betrachten des Remakes fällt auch auf, dass im Gegensatz zum Zeichentrickfilm im Remake auch andere Löwenkinder herumlaufen. Das ändert jetzt grundsätzlich nicht wirklich was an der Story, aber es wertet den Film meiner Meinung nach auch wieder etwas auf. Kommen wir tatsächlich auch schon zur nächsten Änderung. Und diese war, glaube ich, tatsächlich auch fast die größte Änderung im Film. Im Zeichentrickfilm arbeitet Scar mit den Hyänen schon ziemlich lange zusammen. Sie kennen sich und man könnte behaupten, dass da eventuell auch ein kleines Fünkchen Freundschaft dahinter steckt. Mehr oder weniger. Auf jeden Fall vertrauen sie Scar im Zeichentrickfilm und sie befolgen alle seine Befehle. Natürlich, weil am Ende auch was für sie herausspringt. Also, im Zeichentrickfilm schickt Scar Simba zum Elefantenfriedhof, in der Hoffnung, dass die Hyänen ihn fressen. Allerdings misslingt der Plan und Mufasa kam rechtzeitig, um Simba zu retten. Am Abend desselben Tages kam Scar zum Elefantenfriedhof und brachte den Hyänen etwas zu fressen. Daraufhin gab es ein kleines Gespräch zwischen Scar und den Hyänen und die Hyänen beschwerten sich darüber, dass Mufasa viel zu stark sei. Und alleine hier merkt man schon die Dynamik zwischen Scar und den Hyänen. Denn so wie die miteinander reden, würde ich behaupten, kennen die sich auf jeden Fall schon viel, viel länger. Und daraufhin erklärte Scar ihnen im Lied "Seid bereit" seinen Plan, wie er Mufasa und Simba töten möchte. Und im Endeffekt steht die riesige Armee der Hyänen hinter ihm. Im Remake verläuft das Ganze komplett anders. Zu Anfang schickt Scar auch hier Simba zum Elefantenfriedhof, denn er weiß, dass dort Hyänen leben und er hofft, dass die ihn fressen würden. Wie schon im Zeichentrickfilm misslingt auch hier der Plan und Mufasa kommt rechtzeitig, um Simba zu retten. Allerdings merken wir hier schon einen gravierenden Unterschied an der Story. Während die Hyänen im Zeichentrickfilm, überspitzt gesagt, verfressene Vollpfosten sind, die sich nicht wirklich organisieren können, sind die Hyänen im Remake ein Rudel. Bei der Verfolgungsjagd von Simba und Nala sieht man grundsätzlich schon mal viel mehr Hyänen und außerdem haben die Hyänen hier im Remake eine klare Anführerin, Shenzi. Und auch hier kommt Scar am Abend des Tages zum Elefantenfriedhof, allerdings ohne was zu fressen und ohne dass die Hyänen ihn wirklich kennen. Und eigentlich hatten die Hyänen vor, kurzen Prozess mit Scar zu machen und ihn zu fressen. Allerdings bot er den Hyänen dann einen verlockenden Plan an. Er würde ihnen einen Platz geben, wo sie alles fressen und töten können, was das Licht berührt, und im Gegenzug helfen sie ihm dabei, Mufasa zu töten. Dementsprechend hat sich auch der gesamte Song geändert. Aber dazu kommen wir dann später. Er schafft es auf jeden Fall, die Hyänen auf seine Seite zu ziehen und sie helfen ihm dabei, Mufasa zu töten. Und danach verlaufen die Filme erstmal etwas ähnlich. Scar lockt Simba in die Schlucht, die Hyänen jagen die Gnus in die Schlucht, Scar lockt Mufasa in die Schlucht
Mufasa holt Simba aus der Schlucht und Scar wirft Mufasa zurück in die Schlucht, wo er dann letzten Endes starb. Daraufhin redet Scar Simba ein, dass er schuld am Tod seines Vaters ist und sagt ihm, dass er weglaufen soll. Simba. In beiden Filmen schickt er dann auch die Hyänen hinterher, um ihn zu töten. Die Hyänen schaffen es auch, eine Zeit lang Simba gut zu verfolgen. Allerdings stürzt Simba dann in eine Schlucht bzw. in so ein Dornengebüsch rein und hier stoppen die Hyänen. Während sich im Zeichentrickfilm Shenzi, Banzi und Ed einig waren, dass sie Simba nicht weiter verfolgen müssen und er da draußen sowieso sterben würde, befahl Shenzi im Remake den anderen beiden Hyänen, Simba weiter zu verfolgen und sicherzustellen, dass er tot ist. Allerdings hatten die beiden da nicht wirklich viel Lust drauf und behaupteten einfach, ihn verfolgt zu haben und ihn getötet zu haben. Die nächste Änderung finden wir im Dschungel, in dem Timon und Pumba leben. Denn im Remake teilen sie sich diesen Dschungel mit sehr vielen anderen Tieren. Und während Simba von Timon und Pumba aufgenommen wird und die eine gute Zeit im Dschungel haben, läuft es im geweihten Land nicht so gut. Denn nun ist Scar dort König und er hat den Hyänen gestattet, auch im geweihten Land zu leben. Das hat dafür gesorgt, dass im geweihten Land so ziemlich alles ausgestorben ist oder weitergezogen ist. Und hier gibt's auch wieder eine Änderung. Diejenigen von euch, die meine Videos verfolgen, wissen, dass es im Zeichentrickfilm ursprünglich so geplant war, dass Scar in Nala verliebt ist. Im Zeichentrickfilm wurde das letztendlich nicht umgesetzt, allerdings kann man das im Musical noch sehen. Im Remake wiederum hat Scar sich verliebt. Und zwar in Sarabi. Wir erfahren hier auch, dass sie früher schon Interesse an Sarabi hatte, allerdings hat sie sich dann für Mufasa entschieden. Ich finde, dass das auch sehr viel für die Story ausmacht. Denn auch hier könnte man wieder spekulieren, dass Scar Mufasa vielleicht deshalb herausgefordert hat zu einem Kampf, um Sarabi für sich zu gewinnen. Oder vielleicht wollte er ursprünglich selbst König werden, damit er Sarabi imponieren kann. Hier gibt es schon wieder so viele Möglichkeiten, was dahinter stecken könnte, dass das die Story ziemlich aufwertet. Das dürfte es auch soweit schon mit den ganzen Story-Änderungen gewesen sein. Nö, doch nicht, da habe ich tatsächlich eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar hat man im Remake noch die Szene hinzugefügt, wo Nala versucht vom Königsfelsen zu fliehen. Und hierbei wird sie auch fast von Scar erwischt. Zazu konnte Scar jedoch rechtzeitig ablenken und so konnte Nala fliehen. By the way, kleiner Funfact nebenbei, wusstet ihr, dass die erwachsene Nala im Remake von der gleichen Sprecherin gesprochen wird, die Nala als Kind in einem Zeichentrickfilm gesprochen hat? Sprechen. Scar hat mit den Hyänen die Macht übernommen. Also ich fand dich sehr mutig. Oder dass die Sprecherin von Sarabi im Remake die gleiche Stimme ist wie die von der erwachsenen Nala im Zeichentrickfilm. Ich werde niemals deine Königin. Simba, seinetwegen sind die Hyänen im geweihten Land. Wenn nicht, wisst ihr es jetzt. Weitere Fakten, die euch im Leben absolut nicht weiterbringen. Deshalb abonniert meinen Kanal. Das Ende verläuft dann im Prinzip ungefähr gleich. Nala versucht Hilfe zu finden, trifft auf Simba, diese möchte allerdings nicht mitkommen. Dann trifft er auf Rafiki, dieser zeigt ihm eine Möglichkeit mit seinem Vater zu reden. Dann erkennt Simba, wer er wirklich ist, kehrt zum Königsfelsen zurück, fordert Scar raus, besiegt Scar und wird König. Happy End. So, welcher Film hatte die bessere Story? Zu Anfang müssen wir gleich festhalten, dass der Zeichentrickfilm König der Löwen eine geniale, dramatische, traurige, aber auch schöne Story hat. Allerdings würde ich den Punkt hier tatsächlich an das Remake geben. Hier hat das Remake natürlich den Vorteil, dass es im Prinzip die ganze gute Story von König der Löwen schon verwenden konnte und Logiklücken einfach schließen konnte. Und dadurch wurde die Story dann einfach besser. Also zumindest noch besser, als sie sowieso schon war. So, also jetzt steht's erstmal 1:0 für das Remake. Kommen wir zu Punkt 2. Wer hatte den besseren Bösewicht? Und jetzt wird das Ganze für mich sehr schwierig. Schauen wir uns zuallererst Scar aus dem Zeichentrickfilm an. Er ist ein hinterhältiger, arroganter Löwe, der es versteht, andere zu täuschen. Man sieht Scar natürlich grundsätzlich an, dass er nicht unbedingt jetzt dein bester Freund ist und der netteste Löwe überhaupt, aber er schafft es in Situationen, in denen es nötig ist, zumindest sich ungefähr so zu verkaufen. Und was ihn wirklich sehr ausmacht, ist die Tatsache, dass er eben sehr arrogant und selbstsicher ist. Grundsätzlich können wir schon mal sagen, dass Scar einer der besten Bösewichte ist, die es gibt. Kommen wir zum Remake Scar. Und abgesehen vom Hass auf Scar und Simba, hat dieser mit dem alten Scar nicht wirklich etwas gemeinsam. Denn hier sehen wir einen ziemlich düsteren und gebrochenen Scar. Er gibt sich nicht mal sonderlich Mühe dabei, andere zu täuschen. Er ist einfach irgendwie der Hass in Löwenform verkörpert. Also ich würde sagen, dass ich rein vom Charakter her vom Remake Scar mehr Angst hätte als vom Zeichentrick Scar. Denn wenn Blicke töten könnten, dann würde Simba hier explodieren. Also kommen wir zur Punktevergabe. Ich würde hier tatsächlich den Punkt an beide geben. Denn mir gefallen beide Versionen absolut gut. Auf der einen Seite dieser arrogante und hinterhältige und auf der anderen Seite dieser düstere, böse Scar. Also steht's jetzt 1:2 für das Remake. Kommen wir zu Punkt 3.
den bösen Gehilfen. Und ich glaube, hier brauchen wir auch nicht lange vergleichen. Denn im Zeichentrickfilm haben wir diese drei Hyänen, die einfach unterhaltsam sind. Diese Dynamik zwischen Shenzi, Banzi und Ed ist einfach legendär, finde ich. Im Remake wiederum haben wir Shenzi, die eine Anführerin ist, die ziemlich ernst ist. Und auch wenn die Shenzi im Zeichentrickfilm auch hin und wieder mal ihre ernsten Momente hat, kann man die eigentlich absolut nicht mehr vergleichen. Und im Remake haben wir eigentlich nur mehr die Version von Banzi und Ed, die im Remake auch anders heißen, die irgendwie hin und wieder mal für einen Lacher sorgen. Aber auch nicht so wie das Originaltrio. Also hier geht der Punkt ganz klar an den Zeichentrickfilm. Und jetzt steht's 2-2. Kommen wir zu Punkt 4, die Spannung. Und hier ist es auch wieder sehr schwierig zu entscheiden, welcher Film spannender war. Denn auf der einen Seite hattest du eben dieses Spannende, dass Scar und die Hyänen sich eigentlich noch gar nicht kennen und Scar die Hyänen jetzt erst anwirbt mit dem Lied Seid bereit. Allerdings macht es beim Zeichentrickfilm dann doch wieder etwas mehr aus, dass man die Emotionen in den Gesichtern sieht. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass man im Remake keine Emotionen sieht, wie es manche andere tun. Ich finde, das Remake ist wirklich gut umgesetzt und ich liebe das Remake. Allerdings macht es beim Zeichentrickfilm doch noch etwas mehr aus und ich finde, er wirkt dadurch viel spannender. Dementsprechend geht dieser Punkt an den Zeichentrickfilm. Und damit steht's 3-2 für das Original. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Lieder. Und das ist jetzt wieder etwas schwieriger. Denn grundsätzlich sind die Lieder ja an sich fast alle gleich. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen einfach alle Lieder durch und vergeben in dieser Kategorie mal Punkte, um dann herauszufinden, welcher Film besser ist. Also, der ewige Kreis ist in beiden Versionen mega gut. Da würde ich prinzipiell beiden schon mal einen Punkt geben. Das nächste Lied wäre dann Ich will jetzt gleich König sein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich will jetzt gleich König sein. Ich will jetzt. Und hier würde ich auch wieder einen Punkt an beide geben. Das Instrumental vom Remake finde ich tatsächlich besser als das vom Zeichentrickfilm. Allerdings ist die Darstellung natürlich im Zeichentrickfilm etwas lustiger und spannender, außerdem finde ich auch die Gesangsstimme im Zeichentrickfilm besser. Obwohl es im Remake ein paar Riffs gibt, das finde ich tatsächlich auch ziemlich nice. Naja, auch hier kriegen wieder beide Lieder einen Punkt von mir. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Song und zum schwierigsten Song. Seid bereit! Und auch hier haben wir wieder das Problem, dass ich mir sehr schwer tue zu sagen, welches Lied in welcher Version besser ist. Denn das Seid bereit im Zeichentrickfilm passt absolut perfekt zum Charakter von Scar im Zeichentrickfilm. Als König geboren, zum Herrscher koren, erglänz ich in all meiner Pracht! Zu diesem hinterhältigen, falschen und bösen Löwen. Es ist einfach episch gestaltet und es wird seinem Charakter als arroganten bösen Löwen gerecht. Im Remake wiederum haben wir diese etwas verkürzte und abgeschwächte Version von Seid bereit. Als König geboren, zum Herrscher koren, erglänz ich in all meiner Pracht. Allerdings passt diese perfekt zum Charakter von Scar. Er ist düster und böse und er ist nicht der Charakter, der jetzt hier eine fette Ballade singt. In dem Lied geht es ihm nicht darum, sich selbst zu huldigen oder um Selbstdarstellung, sondern es geht darum, die Hyänen auf seine Seite zu ziehen und ihnen zu sagen, was sein Ziel ist, nämlich Mufasa zu töten. Und das schafft er mit dem Lied auch. Ich würde grundsätzlich sagen, dass beide Lieder für Gänsehautmomente sorgen. Deshalb auch hier wieder, der Punkt geht an beide Lieder. Der nächste Song wäre Hakuna Matata. Und hier sind auch beide Versionen wieder mega toll. Und hier würde ich den Punkt allerdings dann an den Zeichentrickfilm geben. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, aber mir gefallen die Stimmen vom Zeichentrickfilm, zumindest in dem Lied, auf jeden Fall besser als die im Remake. Kommen wir zum nächsten Song, und zwar Trau dich im Remake. Den Song gibt's im Zeichentrickfilm nicht, deshalb vergleichen wir ihn mit dem Morgenreport. Das ist der Morgenreport! Höchst interessant, Wort für Wort! Für alle, die den Morgenreport nicht kennen, es gibt am Anfang diese Szene, wo Zuzu Mufasa Bericht erstattet. Und wenn ihr euch den normalen Film holt, dann ist es bei euch eine ganz normale Sprechsequenz. Hier wird nichts gesungen, sondern
Zazu erzählt ihm das einfach. Allerdings gibt es auch eine Version, in der Zazu singt, und zwar den Morgenreport. Und grundsätzlich finde ich den Song eigentlich ganz okay und ganz lustig. Trau dich ist für mich allerdings ein sehr schwieriger Song im Remake. Vor König der Löwen kam ja Aladdin als Realverfilmung in die Kinos. Und ich muss euch sagen, ich habe diesen neuen Song geliebt. Ich bleib nicht sprachlos, lass mich nicht besiegen. Speechless war wirklich grandios und ich habe eigentlich gehofft, dass man dann für König der Löwen auch einen ziemlich tollen Song findet. Insgeheim habe ich irgendwie gehofft, dass es vielleicht Schattenland aus dem Musical wird, denn dieser Song ist auch absolut genial. And where the Aber man hat sich dann für Traudig entschieden. Und ich mag den Song nicht. Ich mag ihn absolut gar nicht. Dementsprechend geht dieser Punkt hier auf jeden Fall an den Morgenreport. Kommen wir zum nächsten Song. Kann es wirklich Liebe sein? Kann es wirklich Liebe sein? Und auch hier ist es wieder etwas schwieriger, denn ich finde beide Versionen auf ihre Art sehr schön. Was mir im Remake besonders gut gefällt, ist, dass hier auch wieder mal ein paar Riffs eingebaut wurden. Falls ihr nicht genau wisst, was ein Riff ist, spiele ich euch jetzt mal eins vor. Also auch hier muss ich wieder beiden einen Punkt geben. Und last but not least, das Ende, also diese kurze Sequenz von The Circle of Life. Und hier sind auch beide Versionen wieder top. Auch hier geht wieder ein Punkt an beide. Also grundsätzlich können wir, glaube ich, sagen, dass die Lieder allgemein betrachtet im Zeichentrickfilm besser sind. Aber die Lieder im Remake sind auch krass und ich liebe sie absolut. Sie passen einfach zum Remake. Also der nächste Punkt geht an den Zeichentrickfilm. Und jetzt steht's 4:2 für das Original. Kommen wir auch schon zum vorletzten Punkt. Die Filmmusik. In beiden Filmen hat Hans Zimmer die Filmmusik komponiert. Und sie war legendär. Ich würde behaupten, dass König der Löwen einer der Filme ist mit der schönsten Filmmusik überhaupt. Allgemein würde ich allerdings den Punkt an das Remake geben, denn im Remake wurde der Soundtrack absolut aufgemotzt. Also klarer Punkt für das Remake und damit steht's 4:3. Bevor wir zum letzten Punkt kommen, wie sieht's denn eigentlich bei euch aus? Habt ihr nebenbei auch mitgerechnet? Welche Punkte habt ihr vergeben? Schreibt's mir gerne mal in die Kommentare. Beim letzten Punkt schauen wir uns das Happy End von beiden Filmen an. Naja, und hier ist es auch wieder schwer zu bewerten, denn beide Filme haben im Prinzip eigentlich dasselbe Happy End. Man kann hier jetzt eigentlich nur auf die Umsetzung schauen. Und musikalisch würde ich sagen, dass die Filmmusik vom Remake Happy End viel besser passt und schöner klingt. Auf der anderen Seite finde ich es viel epischer im Zeichentrickfilm, als Simba im Regen den Königsfelsen besteigt. Deshalb würde ich hier den letzten Punkt an den Zeichentrickfilm geben. Einfach weil es spannender und epischer gestaltet ist. Damit gewinnt der Zeichentrickfilm 5:3. Abschließend kann man dazu noch sagen, dass beide Filme absolut genial sind und dass ich beide Filme unendlich liebe. Wie sieht's da bei euch aus? Schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher Film euch besser gefallen hat. Und hier in der Endcard findet ihr nochmal den Filmvergleich zwischen König der Löwen 1 und König der Löwen 2, Simbas Königreich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!